die funktioniert. Und in diesem Video werde ich euch ganz kurz zeigen, wie ich anstelle eines 18650er Akkus bei der Ultrafire XML T6 drei AAA-Batterien benutzt habe. Diese Kassette für drei AAA-Batterien habe ich aus einer anderen Batterie genommen. Die ist aber um so viel zu kurz gegenüber dem 18650er Akku. Dann habe ich hier 2, 4, 6, 8 mal 20 Cent mit Tetherband umwickelt. Die berühren jetzt diesen Kontaktpunkt und so entsteht die nötige Distanz, damit der Kontakt, der hier noch mit einer Feder gesichert ist, gegendrückt berührt wird. Um sicherzustellen, dass nicht zufällig irgendwelche Kriechströme irgendwo anders im Gehäuse Inneren an der Wand, die vielleicht leitfähig ist, rumgehen, habe ich ein Stückchen Pappe genommen in der Größe und auf die Art und Weise liegt jetzt dieser Dreier-Akku drin. Statt 3,7 Volt über einen 18650er Akku habe ich also jetzt 3 mal 1,5 Volt bzw. 1,2 Volt, wenn man die Akkus nimmt. Und das Tolle ist, es funktioniert. Tschüss, liebe Leute.